Herren, hochgeschätzte Teilnehmer an der Denkwerkstatt St. Lambrecht, wir haben heute unsere Tagung bereits begonnen mit dem Kunstgenuss. Eine Vernissage, Fotograf aus der Steiermark natürlich, hat hier in unsere Tagung hineingeführt. Und nach dem Empfangsdurch Generaldirektor Zakoswelski kommen wir jetzt zum sachlich-inhaltlichen Teil. Ich freue mich wirklich sehr und darf die Herrschaften da bitten, hier vorne Platz zu nehmen, dass der Herr Landeshauptmann von Steiermark, Christopher Drechsler, hier bei uns in der Denkwerkstatt St. Lambrecht einen Grundsatzvortrag halten wird. Präzise, so wie wir es gewohnt sind, einen Grundsatzvortrag zum Thema, ja, die Tagung steht unter dem Thema Anpacken. Anpacken ist etwas, was herausfordernd ist. Anpacken, Voraussetzung für Wohlstand und soziale Sicherheit. Meint mit anderen Worten, von nichts ist nichts, man muss Leistung erbringen, man muss sich einsetzen. Und der heutige Abend, Lambrechter Diskurse, nennen wir traditionsgemäß diesen Abend, steht unter der Überschrift Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, eine neue Interpretation. Und ich weiß nicht, ob ich es so formuliert habe, dass Sie hinter dem Begriff Neuinterpretation das Fragezeichen mitgehört haben. Herr Landeshauptmann wird einen Grundsatzvortrag halten und wir haben dann die große Freude, als Diskussionsteilnehmer begrüßen zu dürfen, ich bin alphabetisch unterwegs, Herr Dr. Philipp Blom, Historiker, Journalist, Sie kennen ihn von seinen Büchern, Punkt 1, in Österreich 1, auch eine Stelle, wo man sehr viel erfahren kann und hören kann. Frau Professor Elisabeth Stadler, Generaldirektorin bis vor kurzem in der Vienna Insurance Group und Präsidentin der Gesellschaft für Versicherungsfachwissen. Also genau in unserer Thematik mittendrin. Und Herr Professor Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Ehrenpräsident des Club of Rome, gibt uns auch die Ehre, in dieser Diskussionsrunde dabei zu sein. Ich darf Sie, meine Frau Professor, meine Herren bitten, hier heraufzukommen, um hier Platz zu nehmen. Und Herrn Landeshauptmann, ich darf Sie bitten, das Wort zu ergreifen. Zugesagt. Leichtfertig deshalb, weil das jetzt relativ knapp war, dass ich noch einigermaßen pünktlich hergekommen bin. Bitte Sie also jetzt schon um Verzeihung, für die kurze Verspätung. Die geht einzig und allein sozusagen auf mein Konto. Aber ich habe relativ gute Rechtfertigung. Ich komme gerade direkt aus Albanien, bin also jetzt direkt vom Flughafen in Wien gekommen. Und habe 4 oder 3,5 Tage in Albanien zugebracht, heute Vormittag noch ein Gespräch mit dem Staatspräsidenten Begay gehabt und bin sozusagen voll von neuen Eindrücken jetzt am Weg hierher gewesen und noch einigermaßen pünktlich eingelangt. Aber ich kann Ihnen gleich eins sagen, wenn das Thema des heutigen Abends Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität
eine Neuinterpretation sein soll, dann kann man aus Albanien kommend durchaus einige neue Wahrnehmungen zu Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität möglicherweise einbringen. Oder zumindest bei der Gelegenheit gleich mal eine neue Interpretation versuchen, nämlich die Relativierung dieser Begriffe, weil wir sie natürlich nur in unserem aktuellen Zusammenhang und Kontext in der Regel verstehen und daher von unserem Wohlstandsniveau ausgehen, möglicherweise auch von unserer Lebensqualität ausgehen. Und es braucht nur eine Stunde und fünf Minuten mit dem Flugzeug, um in einer ganz anderen, in einem ganz anderen diesbezüglichen Zusammenhang sich wiederzufinden. Ich möchte im Übrigen auch das Motto sozusagen der gesamten Tagung kurz ansprechen, anpacken, Voraussetzung für Wohlstand und soziale Sicherheit. Das erscheint mir auch eigentlich ein sehr interessant und klug gewähltes Motto zu sein und eigentlich ergeben beide Sätze zusammengenommen, glaube ich, schon eine ganz gute Bandbreite von Möglichkeiten, ein paar Überlegungen vorstellen zu können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, ich brauche uns nicht zu sagen, dass das Thema des heutigen Abends eigentlich von bemerkenswerter Aktualität ist. Denn es wird ja eigentlich über Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität sehr intensiv diskutiert. Und insbesondere wird ja darüber diskutiert, braucht es Wachstum? Wie soll das mit dem Wohlstand weitergehen? Natürlich sind alle eigentlich, wenn sie an ihren eigenen Wohlstand denken, wahrscheinlich restlos davon überzeugt, dass der möglichst unverändert, höchstens eben weiter auszubauen wäre. Aber möglicherweise ist das in einem gesamtgesellschaftlichen Blick schon wieder anders zu bewerten. Und Lebensqualität ist natürlich auch ein viel beachteter oder ein viel diskutierter Begriff, weil wir sehen, dass sozusagen Wohlstand und Lebensqualität nicht immer eine natürliche Komplizenschaft sozusagen eingehen und viele Menschen natürlich auch der Meinung sind, dass die beiden Dinge vielleicht weniger miteinander zu tun haben, als man gemeinhin glaubt. Aber wie gesagt, das sind ja Dinge, die dieser Neuinterpretation mit Fragezeichen wahrscheinlich irgendwie unterlegt sind oder hinterlegt sind. Also ich werde vielleicht versuchen, ein paar Gedanken zu diesem Themenkomplex zu äußern. Wir leben schon in einer sehr interessanten und spannenden Zeit. Zum Teil nicht beabsichtigt spannend. Wenn wir die mannigfaltigen Krisen der letzten Jahre betrachten, dann haben wir ja einiges erlebt, von dem wir eigentlich nicht gedacht hätten, dass wir es erleben. Schon fast in Vergessenheit geraten die Monate und Jahre der Pandemie. Die Erfahrungen insbesondere aus 2020 sind ja irgendwie nur noch so eine vage Erinnerung. Und es ist bemerkenswert, dass wir offensichtlich hier diese Krise einigermaßen gut überwunden haben. Ich bin nur immer wieder verwundert, wenn ich jetzt unlängst in einem Zeitungskommentar gelesen habe, um Gottes Willen, es gibt viele Infektionen und niemand redet darüber. Ja? Das im Übrigen noch am guten Jahr, wo uns alle Kommentatoren erklärt haben, wie sehr man zu viel über all das diskutiert hat und wie sehr es eigentlich darum ginge, endlich wieder sozusagen den gesellschaftlichen Ausgleich zu versuchen und so weiter und so weiter. Plötzlich ließ ich einen Kommentar, warum redet man zu wenig über die Infektionen? Ja, warum redet man zu wenig über die Infektionen? Weil wir offensichtlich gelernt haben, mit dieser neuen Krankheit zu leben und umzugehen. Weil es offensichtlich gelungen ist, nach den einschneidenden Maßnahmen 2020, 2021 einen Modus vivendi mit dem Virus zu finden. Ich bitte es vielleicht auch mal in Betracht zu ziehen, denn es ist eben so, dass möglicherweise doch manches richtig war im Umgang mit dieser Krise. Insbesondere nebenbei bemerkt auch das Impfen, das ist ja fast schon, da ist man ja fast schon irgendwie auf einem schmalen Grat, wenn man sich dazu bekennt, dass vielleicht doch ganz gescheit war, dass erstens, dass in Windeseile Impfungen entwickelt worden sind, zweitens, dass man auch sehr viel dazu beigetragen hat, möglichst hohe Impfraten zu erzeugen.
Aber wie gesagt, wir haben diese Krise erlebt und wir erleben natürlich seit dem Februar vergangenen Jahres erstens einmal seit vielen Jahrzehnten wieder einen verbrecherischen Angriffskrieg mitten in Europa. Wir erleben die mittelbaren und unmittelbaren Folgen dieses Krieges und wir erleben natürlich auch die Ohnmacht zum Teil im Umgang mit diesen Phänomenen. Das heißt, eigentlich eine nicht unbedingt freiwillig gewählte spannende Zeit, in der natürlich vieles sozusagen zu hinterfragen ist. Dies umso mehr, als wir diese unmittelbaren Krisen, die wir in den letzten Monaten und Jahren erlebt haben, nur ein Ausschnitt dessen sind, was uns eigentlich heute herausfordert. Denn wenn das Thema Lebensqualität angesprochen ist und wenn ja sehr klug die Frage gestellt wird, ob das Verhältnis von Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität allenfalls neu zu definieren ist oder neu zu interpretieren ist, dann ist ja damit wohl auch die größte Herausforderung unserer Tage angesprochen, eigentlich die Herausforderung unserer Tage, und das ist das Thema des Klimaschutzes und der Begegnung sozusagen oder der Strategien, wie wir dem Klimawandel begegnen wollen. Ich könnte im Übrigen eins noch hinzufügen, wenn es zum Thema Lebensqualität geht. Wissen Sie, was eigentlich die Lebensqualität in unserer Gesellschaft, notabene in dieser Republik, auch bedroht, meines Erachtens? Das ist ein zunehmend hysterisches, ich sage nicht einmal Diskussionsklima, sondern überhaupt ein Klima der Auseinandersetzung. Es ist schon bemerkenswert, wie wenig, deswegen herzlichen Dank für Initiativen wie die Denkwerkstatt St. Lambrecht. Es ist schon eigentlich lebensqualitätsbedrohend, wenn man sich anschaut, wie die politische Diskussion oder der gesellschaftliche Diskurs in diesem Land vor sich geht. Im Übrigen natürlich nicht nur in diesem Land, also ein Blick in die Bundesrepublik macht dann nicht viel lebensfroher, ein Blick in die Vereinigten Staaten macht dann auch nicht viel lebensfroher. Man könnte eines sagen, das sind wenigstens nur drei Nationen, in denen eine Diskussion stattfinden kann, denn es gibt ja auch andere, wo Diskussion ganz grundsätzlich nicht erwünscht ist. Aber ich möchte dennoch diesen Punkt einmal kurz auseinandersetzen, denn wenn Sie sich anschauen, wie politische Diskussionen stattfinden, oder eben das, was dann als Diskussion bezeichnet wird, die eigentlich keine Diskussion ist, dann wird man wirklich Angst und Bange. Und das bedroht zumindest meine Lebensqualität massiv, wie ich das einmal gesagt habe. Denn es gibt eben keine Diskussion mehr. Es wird eigentlich in der Rassanz von Videoclips, die getarnt als Diskussionsbeiträge in sogenannten Social-Media-Kanälen einander aufhetzen, einander aufwirbeln, finden dann Diskussionen statt, die in der Regel am Tag lang dauern. Also wenn Sie sich unter die Erregungsunkultur hat ein Ausmaß angenommen, das eigentlich, man könnte eigentlich sagen, die Diskussion ist immer zu schrill, ist immer eine Oktave zu hoch im Mindestfall und eigentlich ist sie regelmäßig weniger giebig. Also wenn Sie sich allein die letzte Woche vor Augen führen, ja, dann hatten wir zumindest drei Debatten, die eine Halbwertszeit von 24 Stunden gehabt haben, die eigentlich, jetzt sage ich mal, nicht gerade das Entscheidende, oder die nicht danach geschmeckt haben, dass mit den großen Fragen der Zeit sorgsam umgegangen wird und dass man sich jetzt bemüht, in einem Widerstreit politischer Ideen, Argumente und Konzepte an diesen großen Fragen sich abzuarbeiten. Die großen Fragen waren relativ kleine. Am Anfang der vergangenen Woche hat ein Meinungsforschungsinstitut beim Versand eines Konzepts auf einen falschen Empfängerkreis ausgewählt und statt an einige wenige, an 800 Leute, ein sogenanntes Konzept oder ein Strategiekonzept ausgeschickt. Im Übrigen, ich sage Ihnen, der einzige Skandal, den es bei dieser Geschichte gegeben hat, ist die Qualität des Papiers. Weil, also, da kann man nur froh sein, wenn hoffentlich niemand Geld dafür bezahlt hat. Die zweite große Aufregung
Da fahren ein paar FPÖ-Veteranen aus irgendeinem Grund nach Afghanistan und konsultieren die Taliban, um sich um die dortigen Überlegungen irgendwie schlau zu machen. Und wenn sie, und dann wird festgestellt, ja, es war kein aktiver Politiker dabei, aber einer hatte ursprünglich geplant mitzufahren und hat eine ganz geniale Aussage getätigt, nämlich er hat nach einem so einem tiefschürfenden Abwägungsprozess vermeint, dass es doch nicht sonderlich klug ist, zu den Taliban zu fahren. Im Übrigen hat er das aber seiner Bundespartei nicht mitteilen wollen, weil es ja ohnehin eine reine Privatreise gewesen wäre. Also die Schlüssigkeit dieser Argumentation, die ist nicht zwingend, aber vor allem, ehrlich gesagt, erhöht es meine Lebensqualität auch nicht wirklich dramatisch, wenn ich im österreichischen Nationalrat Leute sitzen weiß, die erst in einem tiefgründigen Abwägungsprozess drauf kommen, dass sie sich doch lieber nicht mit den Taliban treffen wollen und über Zukunftsfragen diskutieren wollen. Und bitte rechnen wir das jetzt nicht als irgendeine Form von Dialogverweigerung aus, weil Dialog kann man wahrscheinlich nur mit dialogbereiten Menschen führen. Aber wie auch immer. Und drittens gab es einen Videomitschnitt von einer abendlichen Diskussion mit Funktionärinnen und Funktionären. Finde ich auch wirklich bemerkenswert, vor allem, dass man dann zusammengeschnittene Varianten eines langen Abends möglichst bizarr die Argumente oder auch nur kurzen Gedanken aneinander schlichtet und daraus natürlich einen beispiellosen Skandal zu zimmern trachtet. Ja? Und das ist immer das. Es ist, jeden Tag haben wir einen beispiellosen Skandal. Jeden Tag vermelden die Medien irgendeinen zumindest partiellen Weltuntergang. Der kann manchmal schwerwiegender sein, Wirtshaus sterben, oder kann manchmal weniger schwerwiegend sein, gibt es ausreichend Bankomaten in den Märkten, Städten und Gemeinden dieses Landes. Und regelmäßig kommt man noch zwei, drei Tage drauf, dass alles nicht ganz so dramatisch schlimm ist, wie es zuerst dargelegt worden ist. Jetzt werden Sie möglicherweise glauben, das ist jetzt eigentlich ein bisschen ein Abschweifen, was hat das eigentlich mit dem Thema zu tun? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das hat meines Erachtens sehr viel mit dem Thema zu tun, weil wir daran sehen, wie politische Debatten in diesem Land stattfinden. Weil wir daran sehen, dass so eine Fragestellung, nämlich, wie wollen wir das denn halten in Zukunft mit dem Verhältnis von Wohlstand und Lebensqualität? Wie wollen wir es halten mit dem Verhältnis Wohlstand und Wachstum? Ist das noch eine zwingende Verbindung, ja oder nein? Dass diese Fragen natürlich auf der Strecke bleiben, weil wenn man sie mit den Debatten der letzten Woche so zeitraubend auseinandersetzt, im Übrigen, das ist kein Vorwurf an die Politik, ich bin doch kein Nestbeschmutzer, damit Sie mich nicht falsch verstehen. Hier brauchte es nämlich zumindest auch einen Vorwurf an die Medien oder an das, was halt sich als Medium hält oder für ein Medium hält. Das lässt sich auch nicht immer genau sagen. Es ist eigentlich eher eine grundlegende Kritik an dem, wie wir an die Themen herangehen. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, erstens glaube ich, dass, wie gesagt, das Umfeld, in dem wir tätig sind, relativ schwierig ist und dass man eigentlich relativ große Herausforderungen zu bewältigen hat. Noch einmal sage ich, ich glaube, dass die große Herausforderung unserer Zeit der Klimaschutz ist. Und ich glaube aber auch, dass es gelingen muss, und Klimaschutz eben eine ganz wesentliche Voraussetzung künftiger Lebensqualität ist. Und das ist ja einer der drei Begriffe, den wir angesprochen haben. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass wenn wir wirksam Klimaschutz betreiben wollen, natürlich darauf achten müssen, dass wir Klimaschutz und Wohlstand vereinbar machen. Klimaschutz und Wohlstand vereinbar machen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich natürlich auch der Meinung, dass technologischer Fortschritt, dass Wissenschaft, Forschung und Entwicklung von entscheidender Bedeutung sind, um diese große Herausforderung unserer Epoche in Angriff nehmen zu können.
Wissen Sie, ich weiß schon, dass es da manche gibt, die ganz anderer Meinung sind. Die der Meinung sind, an der Spitze, wenn man Klimaschutz ernst nimmt, müsste Verzicht stehen. Müsste beinahe so etwas wie ein freiwilliger Morgentauplan für die westliche Welt stehen. Ich sehe das pointiert anders. Ich glaube nämlich, dass Klimaschutz und Wohlstand vereinbar sein müssen. Und dazu braucht es eben eine, auch entsprechende Anstrengungen in Wissenschaft und Forschung. Ich glaube auch, dass es mit Wohlstand vereinbar sein muss, weil ja sonst die sozialen Konflikte nicht weniger werden, sondern im Zweifel mehr werden. Und insofern dann wieder ein gelingendes gesellschaftliches Zusammenleben eigentlich gefährdet ist. Es gibt da nur die globale Dimension, ich habe es nur angedeutet mit dem schlichten Faktum, dass ich gerade aus Albanien komme. Natürlich trachten dort sehr viele Menschen nach mehr Wohlstand. Sehr viele davon suchen ihr Glück in Emigration, also aus unserer Sicht Immigration. Und viele andere wollen vor Ort ein höheres Wohlstandsniveau erreichen. Und das kann man bitte schön, glaube ich, niemandem verdenken. Umso dramatisch wichtiger ist es nur, dass man auch mit diesen Wohlstandswünschen in anderen Teilen des Kontinents oder gar in anderen Teilen der Welt eine möglichst eine tunliche Verbindung mit auch dem Klimaschutz zusammenbringen kann. Ich glaube außerdem, dass, und insofern glaube ich, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität müssen vereinbare Elemente bleiben, um die Zukunft gut bewältigen zu können und gestalten zu können. Und da brauchen wir, glaube ich, natürlich in vielen Politikfeldern so etwas wie eine neue Dynamik oder so etwas wie einen inhaltlichen Bauchaufschwung. Ja? Denn wenn ich mir anschaue, Bildung und Wissenschaft, so habe ich halt auch den Eindruck, dass schon bei uns zu oft daher einzig und allein in Budgetziffern gedacht wird. Jetzt kennen wir alle schon diesen berühmten Satz, ja, ein Budget ist eine in Zahlen gegossene Politik, aber das ist halt auch irgendwie vielleicht hauptsächlich ein Kalauer und nicht unbedingt eine politikwissenschaftliche Erkenntnis. Entscheidend ist, dass wir in diesen Politikfeldern Bildung, Wissenschaft einfach mit Empathie in die Diskussion gehen, wie in Hinkunft im Interesse unserer Kinder, im Interesse künftiger Generationen jene Qualität aufgebaut werden kann, die dann auch für künftigen Wohlstand und für künftige Lebensqualität von entscheidender Bedeutung ist. Und dazu glaube ich, und das passt ganz gut zu diesem Anpacken-Thema, also zur Voraussetzung für Wohlstand und soziale Sicherheit, dass es dabei auch um sowas geht wie Vermittlung von Leistungsbereitschaft, Vermittlung von einem gewissen Leistungswillen. Ich glaube, es braucht einfach darum, dass man ein bisschen außer Mode gekommene Werte wie Leistung und Eigenverantwortung ganz bewusst und auch in Diskussionen wieder vermittelt. Und in dieser Art kann man meines Erachtens auch über hohe oder vielleicht zu hohe Teilzeitquoten sprechen. Da kann man schon dann drüber sprechen, ob ein Steuersystem Anreize für Teilzeit schaffen soll oder Anreize für Vollzeit schaffen soll. Da kann man schon drüber reden. Ich will nämlich nicht drüber reden, zum Beispiel, ob man das gesetzliche Pensionsantrittsalter anheben soll. Ich habe jetzt auch unlängst gelesen, dass es wieder einmal debattiert wird, ob man nicht das gesetzliche Pensionsantrittsalter anheben soll. Wir sollten zuallererst einmal schauen, dass man möglichst nahe mit dem tatsächlichen ans gesetzliche Antrittsalter kommt. Und dann muss man etwas Zweites machen.
nicht alle zwingen, über 65 hinaus arbeiten zu müssen. Aber jene, die über 65 hinaus arbeiten wollen, denen kann ich Prügel in den Weg schmeißen. Da Anreize schaffen. Nicht jenen bestrafen, dass ich denke, dass irgendeinem Grund will ich weiterhin arbeiten, zu Wohlstand und Wachstum beitragen, möglicherweise auch zur eigenen Lebensqualität beitragen. Und dann habe ich zweierlei. Ich zahle noch immer einen Pensionsbeitrag und kassiere keine Pension. Ja, das ist kein besonders, besonders toller Anreiz. Ja. Also auch länger im Erwerbsleben bleiben, mit Anreiz schaffen und nicht mit einer Diskussion alle dorthin zwingen zu wollen, weil eins ist ja klar. Und ich meine, das ist ja ein sozial, auch sozialrechts- und arbeitsrechtsdominiertes Forum. Es gibt natürlich auch heute noch Berufsbiografien, die nicht dazu angetan sind, dass man weit über das 65. Lebensjahr hinaus arbeitet. Ja? Also es gibt schwere manuelle Arbeit noch. Sogar macht es mir vielleicht immer mehr, wenn Sie an den Pflegebereich denken. Ja? Also nicht Zwang, sondern Anreiz, wenn es darum geht, auch über diese Art und Weise auf eine neue wenn es auch auf diese Art und Weise darum geht, mehr beizutragen, mehr zu leisten. Insgesamt glaube ich daher, dass wir auch in Hinkunft Wachstum brauchen werden, um Wohlstand zu erreichen. Dass wir zweitens alles daran setzen müssen, in einem sehr breiten Begriff von Lebensqualität, Wohlstand mit Lebensqualität vereinbar zu machen. Ich habe es anhand des Klimaschutzes vorhin auseinandergesetzt und ich glaube, dass es insgesamt einen ordentlichen politischen Diskurs braucht. Dass es eine ordentliche Auseinandersetzung über diese gesellschaftspolitisch so relevanten Themen gibt, weil ich einfach glaube, dass Politik auch den Versuch unternehmen sollte, so etwas wie Orientierung zu geben. Viele haben so ein Klischee auf die Vorstellung, was Politik sein soll, und oftmals erfüllt die reale Politik die Klischeevorstellung. Meist nicht so zugespitzt, wie Drehbuchautoren die Politik sehen. Haben Sie schon jemals einen Krimi gesehen, wo der Politiker nicht korrupt war? Also ich nicht, könnte mich an keinen erinnern. Die kann Ihnen aber sagen, es sind nicht 100% der Politiker korrupt, vor allem nicht in Österreich. Da wäre meine Wahrnehmung schon ganz eine andere Richtung. Also, es braucht auch eine Politik, die sich dieser Themen annimmt, eine Politik, die versucht, Orientierung zu geben, inhaltliche Orientierung zu geben. Und dieser Versuch, Orientierung zu geben, kann natürlich dann, ist in einer Demokratie wiederum ein Wettbewerb. Ja, Gott, keine Frage. Die Sandra Krautwachl wird vielleicht einen anderen Orientierungsvermittlungsversuch verfolgen, als ich es verfolgen werde. Und vielleicht werden wir in 67% oder zwei Drittel der Fragen sogar einen ähnlichen Orientierungsvermittlungsansatz haben. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität werden immer einer gewissen Neuinterpretation und Neudefinition unterliegen. Ich glaube aber, die drei Dinge gehören zusammen und um sie zu erreichen, braucht es Leistung, Eigenverantwortung und Sicherheit. Sonst wäre nämlich kein bürgerlicher Politiker nebenbei bemerkt. Herzlichen Dank. Jetzt passiert der große Platzwechsel. Ich darf vielleicht an der Stelle zwei Dinge tun. Einerseits herzlichen Dank, Herr Landeshauptmann, für Ihre präzisen Ansagen. Es ist tatsächlich so, dass wir in Österreich, glaube ich, richtig verstanden zu haben, viele grundlegende Möglichkeiten haben, hier zu gestalten. Aber Wohlstand, Sicherheit, Wachstum, diese Dinge gehören möglicherweise nicht zwingend zusammen, aber sie gehören in einer Interpretation des Geschehens sehr wohl zusammengehängt. Es geht um Anreize,
Und es geht auch darum, dass in Österreich, so habe ich Sie verstanden, dass in Österreich in vielen Bereichen es zu einer einheitlichen Meinungsbildung kommt. Diskussionen, Quasi-Diskussionen mit typischen Lehmeffekten allein können es nicht tragen. Es ist wahrscheinlich notwendig, dass wir zu einer Neuinterpretation des Gemeinsamen kommen. Es muss nicht eine neue Aufklärung sein, heute am Abend in bilateralen Diskussionen sind solche Worte gefallen, sehr kluge Worte, aber es geht darum, hier in einzelnen Punkten ein gemeinsames, grundlegendes Verstehen zu haben. Das ist etwas, was für Österreich durchaus wichtig ist. Bevor ich aber die Herrschaften bitte, in die Diskussion einzusteigen, Frau Generaldirektor Stadler, Professor Stadler, Dr. Blom, Professor von Weizsäcker werden ihre Gedanken dazu beibringen, habe ich die Aufgabe, ich habe auch gerade vorhin ein SMS, ein E-Mail bekommen, ich soll Ihnen ganz herzliche Grüße von Professor Matzer ausrichten. Professor Matzer, der wissenschaftliche Leiter der Gesellschaft für Zukunftssicherung und Altersvorsorge, Leiter der Denkwerkstatt St. Lambrecht, ist aus Pflichtbewusstsein heute nach St. Lambrecht gekommen. Er hat es aber einfach unterschätzt, was seine schwere Verkühlung, seine grippale Erkrankung an Belastungen bringt. Er hat sich zurückgezogen, ist im Hotel und guter Dinge. Wir sind es mit ihm, nehme ich an, dass er morgen wieder voll in die Tagung einsteigen kann. Herzliche Grüße von ihm. An dieser Stelle wollte ich Sie anbringen. Jetzt darf ich Sie bitten, ja, vielleicht machen wir es wirklich alphabetisch. Herr Dr. Blom, dann die Frau Professor Stadler und als Abschluss Herr Professor Weizsäcker. Ist das so okay? Dann bitte Herr Dr. Blom, greifen Sie das Wort. Wie lange darf ich sprechen? So lange Sie wollen, aber wir sagen so, ich werde Minuten werden angemessen. Ich werde nicht zu lange sprechen. Guten Abend. Es freut mich, dass ich eingeladen bin an diesem wunderschönen Ort, um mit Ihnen zu sprechen. Wie fange ich das an? Das Tagungsthema, nachdem ich zugesagt hatte, zu dieser Veranstaltung zu kommen, Ihr Gastgeber ist ein sehr redegewandter Mensch, der mich hat überzeugen können. Das Tagungsthema hat mich doch sehr gewundert. Ich verbringe meine Arbeit damit, Vorträge zu geben über die Klimakatastrophe, über die Polykrise und darüber will ich gleich noch einige Worte verlieren. Aber wir haben hier, wenn hier auch nur 20 Autos hingefahren sind, 10.000 Streckenkilometer auf den Weg gebracht, um hier à la von Wien aus zu sein. Das ist eine ganze Menge. Und anpacken, ja, das beginnt doch da. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, ich möchte sozusagen als Deutscher vom Dienst, darf ich mir die Taktlosigkeit herausnehmen, hier ehrlich zu sprechen, dass das Problembewusstsein noch nicht wirklich angekommen ist. Es geht nicht darum, wie wir unseren Wohlstand vergrößern können. Es geht auch nicht darum, wie wir mehr Wachstum realisieren können. Wir werden in den nächsten Jahrzehnten mit Zähnen und Klauen an unseren Demokratien festhalten, wenn wir Glück haben. Wir steuern auf eine wirklich katastrophale Entwicklung in unseren Ländern zu, die uns alles nehmen könnte, was wir haben. Und wir können uns lange über Wachstum und Wohlstand unterhalten, der Herr Landeshauptmann hat das schon angestoßen. Wir haben alle Zinsrechnung gelernt während der Corona-Krise. 3%iges Wachstum bedeutet, dass ein Wirtschaftsraum innerhalb von 24 Jahren sich verdoppelt, sich innerhalb von 100 Jahren verzehnfacht. Dass das der Motor für die Zukunft sein soll,
Rohstoffe zu verbrauchen, mehr Schadstoffe auszustoßen für mehr Zeug, das niemand braucht, ist schwer zu sehen. Und dann gibt es das schöne grüne Wachstum, das heißt, wir bauen die böse Autoindustrie ab und wir investieren in den grünen Care-Sektor. Aber wissen Sie, wie viele alte Menschen man pflegen muss, um das Steueraufkommen der Autoindustrie zu ersetzen? Das ist nicht so einfach. Also grünes Wachstum ist eine schöne Idee und ist auch sicherlich sinnvoll, die Teile in unseren Ökonomien auszubauen, die das brauchen und die das auch noch können. Aber wir dürfen nicht die Illusion haben, dass das den Wohlstand auf dem Niveau von heute erhalten wird oder erhalten kann. Und ich glaube, es hat keinen Sinn, über schöne utopische Szenarien nachzudenken, wenn die sich einfach nicht in die Realität übersetzen lassen. Denn was wir machen müssen, dieses magische Wort Resilienz, wir müssen versuchen, Gesellschaften, Wirtschaftssysteme, politische Systeme zu bauen, die schweren Krisen widerstehen können. Und die haben wir im Moment nicht. Wir haben das nicht in unseren Demokratien. Wir haben das nicht in unserer internationalen Zusammenarbeit. Wir haben das sicherlich nicht in einer Wirtschaft. Wir haben in den letzten Jahren eine nicht besonders letale Pandemie erlebt. Und wir haben im Moment östlich von uns, übrigens nur 400 Kilometer entfernt von Österreich, einen nicht besonders großen Krieg. Wir hatten auch als Folge davon mehr als 10% Inflation. Und dieses Wirtschaftssystem ist nicht sehr krisensicher. Es ist nicht krisenfest. Das heißt, für mich würde das Andenken, das Denken über die Zukunft da anfangen zu sehen, wie können wir diese Katastrophen irgendwie mehr oder weniger heil überstehen. Wie können wir damit umgehen, dass Österreich vielleicht zum Teil verstecken wird? Wie können wir damit umgehen, dass 2 Grad Temperaturanstieg, der natürlich übrigens als Durchschnittswert auf der gesamten Erdoberfläche gemessen wird, davon ist das meiste Ozean. Das heißt, auf Landmassen funktioniert das ganz anders. Und auf Landmassen heißt es, dass bei 2 Grad Temperaturanstieg die Temperatur in einer Stadt wie Wien 8 Grad ansteigt. Und wenn Sie das ein bisschen viel halten, ich wurde hier vorhin begrüßt und da haben Sie gesagt, ja, vor 20 Jahren sind wir hier um diese Jahreszeit schon durch den Schnee geharscht. Von Schnee sehe ich im Moment hier nicht sehr viel. Wir sind mitten in dieser Katastrophe. Die ist in unseren Gesellschaften noch nicht besonders katastrophal, weil sie noch immer sehr reich sind, noch immer sich sozusagen von vielem freikaufen können, was die Effekte dieser Entwicklung sind. Aber wir dürfen uns keine Illusionen machen und wir dürfen nicht versuchen, Systeme zu bauen, die im Bestfall funktionieren können. Diese zugegebenermaßen etwas kühle Dusche wäre mein Anfangsbeitrag für diese Diskussion. Ich würde gerne mit Ihnen noch weiter in die Diskussion eintreten. Aber weil es doch darum geht, heute Abend darüber nachzudenken, wie wir alle gemeinsam sinnvoll in die Zukunft investieren können. Denn darum geht es für uns alle. Dann müssen wir, glaube ich, dann möchte ich Ihnen ein Bild mit auf den Weg geben für diese Diskussion. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, das ist letzte Woche rausgekommen. Das heißt, hier wurde schon eine neue Aufklärung angesprochen. Lustigerweise heißt das Buch Aufklärung in Zeiten der Verdunkelung. Und es fängt an mit dem Bild eines Supermarkts. Das ist vielleicht ein etwas seltsames Bild für eine Aufklärung, aber ich dachte mir, ein Supermarkt ist der Ort, wo Menschen wie wir, nämlich Stadtbewohner, den Produkten der Landschaft und der Natur entgegenkommen. Abgepackt in den Regalen. Und gleichzeitig ist es ein Ort, der ganz intensiv der Tatsache gewidmet ist, uns weiß zu machen, da draußen schaut es völlig anders aus, als es eigentlich ausschaut. Da draußen sind alle Bauern authentisch und glücklich und alle Kühe lila und alle Gemüse identisch und in Kondome abgepackt und immer da. Das heißt, diese Welt ist eine gigantische Werbeprojektion. Wir stehen vor einer Videowand und schauen uns an die Welt, die wir eigentlich gerne hätten. Dahinter liegt eine Welt, in der in der Minute 30 Fußballfelder Regenwald abgeholzt werden, in der in einer Minute 1 Million Tonnen Eis ins Wasser fahren, in die See abschmelzen, in der
Biodiversität so dramatisch zusammengebrochen ist, dass wir jetzt 65% aller Landtiere und 3/4 aller Insekten vermissen, von dem, was sie vor 40 Jahren waren. Und für mich wäre eine neue Aufklärung, diese Wand zu durchstoßen, diese Wand niederzureißen. Denn nur dann können wir sehen, wie es in der Landschaft da draußen ausschaut. Und nur dann können wir sinnvolle Entscheidungen über unsere Zukunft fällen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Fragestellung dieses Abends sich noch etwas im Supermarkt bewegt. Und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam diese Wand nach draußen in diese ganz andere und viel schwierigere Realität durchbrechen könnten, um dann gemeinsam zu sehen zu können, wie können wir denn umgehen mit dieser katastrophalen Realität. Danke sehr. Für mich heißt anpacken, wenn wir über Wohlstand, über soziale Sicherheit reden, dass wir unseren eigenen Beitrag dazu leisten müssen. Für mich heißt anpacken Eigenverantwortung. Und ich glaube, das trifft uns alle als Bürger dieses Landes. Wir müssen Eigenverantwortung übernehmen und wir müssen auch teilweise für uns selber vorsorgen. Und da ist für mich einfach als langjährige Versicherungskennerin und Akteurin in der Versicherungswirtschaft das Thema Versicherung ein ganz essentielles, ein ganz ein wichtiges. Einerseits die Absicherung der Risiken des täglichen Lebens, die Absicherung unseres Hab und Guts, unserer aller Leben, die mit uns in der Familie sind, und auch die Absicherung unseres eigenen Lebensstandards extrem wichtig. Da gibt es zwei Kriterien, gerade wenn ich Lebensstandard und Alterssicherung denke, die dafür verantwortlich sind. Und ich habe wie immer als Mathematikerin noch ein paar Zahlen mitgebracht, um meine Informationen auch entsprechend zu untermauern. Gibt es einerseits die demografische Entwicklung, die durchaus sehr positiv ist für uns als Österreicherinnen und Österreicher. Wir leben länger gesünder, wir können uns mehr leisten. Also das sind alles positive Themen, die uns hier begleiten. Auf der anderen Seite brauchen wir dafür vielleicht länger Pflege, wir sind möglicherweise länger berufsunfähig. Das sind alles korrespondierende Themen, über die man in diesem Zusammenhang eigentlich gemeinsam reden muss. Und auf der anderen Seite gibt es die wirtschaftliche Entwicklung. Der Herr Landeshauptmann hat uns einiges von den aktuellen Themen schon gesagt. Steigende Inflation, erhöhte Energiekosten, erhöhte Lebensstandardskosten. Auch das sind alles Themen, die man hier entsprechend mit berücksichtigen muss. Wie kann Eigenverantwortung entsprechend funktionieren? Ich bin jetzt 40 Jahre in der Versicherungswirtschaft tätig gewesen und ich glaube, ich habe dieses Thema 40 Jahre lang wirklich intensiv betrieben. Alle meine Kollegen, viele davon sitzen hier, haben wirklich, ich glaube, gebetsmühlenartig immer wieder das Thema Altersvorsorge, Notwendigkeit der Eigenvorsorge entsprechend bemüht, entsprechend darauf hingewiesen. Wenn wir Wohlstand haben wollen, wenn wir unseren Lebensstandard auch im Alter sichern wollen, dann müssen wir einfach für unsere Pension, für unser Alter vorsorgen. Und da ist die private und die betriebliche Vorsorge, sprich zweite und dritte Säule, einfach extrem wichtig. Meine Damen und Herren, Sie alle wissen es, wir leben in Österreich, wir leben eigentlich in einer sehr privilegierten Situation. Wir haben eins der besten Sozialsysteme, die es auf der Welt gibt. Wir haben perfekte Gesundheitsversorgung, obwohl es im Moment ein bisschen kriselt und aktuelle Themen gibt. Aber die Dichte der Versorgung finden Sie kaum in anderen Ländern. Wir haben perfekte Absicherung, sei es nach Unfällen, bei Berufsunfähigkeit, in kleinerem Ausmaß in der Sozialversicherung. Aber es gibt alles sozial abgesichert und man versucht überall auch die, ich sage mal, weniger Begünstigten hier entsprechend mitzunehmen. Und wir haben sicher eines der besten Pensionsversicherungssysteme, die wir hier in Europa kennen. Daher glaube ich, ist es für uns ein wichtiges Thema, über das zu reden, wenngleich wir uns bewusst sein sollten, wir sind in einer sehr privilegierten Situation in diesem Land. Aber Eigenverantwortung übernehmen, anpacken, heißt für mich auch, sich darüber Gedanken zu machen, was kann ich selber dazu beitragen und wie kann ich selber entsprechend die Vorsorge treffen. Ich habe es Ihnen gesagt, wir leben länger, das ist schön und ich habe auch ein paar Zahlen. Die Lebenserwartung steigt stetig, das wissen wir alle. Sie
Sie können jetzt ein bisschen nachrechnen, täglich um 6 Stunden. Wissen Sie, wie lang die durchschnittliche statistische Lebenserwartung von Frauen im Moment ist? Wir haben im Moment 84 Jahre für Frauen und 79 Jahre für Männer. In 30 Jahren, wenn wir das hochrechnen, werden Frauen im Durchschnitt bereits 90 Jahre leben. Also viele Damen, die hier erinnern sind, Sie können sich auf Ihre Zukunft freuen und schauen, bitte, dass Sie für Ihr Alter entsprechend vorsorgen. Männer werden 87 Jahre werden. Die gute Botschaft an die Männer, die Schere wird etwas kleiner und die Differenz zwischen Männern und Frauen geht wieder etwas zu. Die Anzahl der über 65-Jährigen wird von derzeit 1,7 Millionen auf 2,7 Millionen steigen. Bitte, das sind fast 60% mehr. Sie können sich jetzt vorstellen, wir alle wissen, unser Pensionsversicherungssystem funktioniert nach dem Umlageverfahren. Das heißt, die Beiträge der Aktiven finanzieren die Pensionen der Pensionisten. Naja, das ist, glaube ich, in dem Fall keine allzu gute Voraussetzung, mit der wir uns da auseinandersetzen müssen. Die öffentlichen Ausgaben für Pensionen werden entsprechend steigen, aber noch mehr steigen werden die öffentlichen Ausgaben für das Gesundheitswesen. Also auch private Vorsorge für die Gesundheit, für die Pflege ist meiner Meinung nach extrem wichtig. Und gerade bei den zweiten und dritten Säulen, die wir ja alle kennen, haben wir in Österreich schon ein bisschen Nachholbedarf im Vergleich zu unseren Nachbarstaaten. Also wenn ich hier an meinen Nachbarn, zu meinem Nachbarn schaue oder vielleicht noch weiter in den Westen schaue, dort ist die private Vorsorge fürs Alter und die betriebliche Vorsorge fürs Alter deutlich stärker ausgeprägt als hier bei uns in Österreich. Dort gibt es aber auf der anderen Seite in Richtung meines linken Nachbarns deutlich bessere staatliche Förderungen, deutlich bessere Unterstützungen und deutlich bessere Steuersituationen für derartige Themen. Ich glaube, es gibt vieles, über das man diskutieren kann, wenn man über Wohlstand und über soziale Sicherheit in Österreich redet, und es gibt viele Ansätze, die wir hier entsprechend mitnehmen können und die wir auch entsprechend aufzeigen können. Ich habe Ihnen nur ein paar Zahlen mitgebracht. Wir haben eine Studie mit der Vienna Insurance Group jetzt kürzlich gestartet, gemeinsam mit dem Gallup-Institut. Und wir haben festgestellt, das Risikobewusstsein, das Finanzwissen in Österreich ist eigentlich, wie soll man sagen, hat Luft nach oben, um es mal so auszudrücken. Ja. Wir haben eine sehr repräsentative Studie gemacht und wir haben festgestellt, und das kam von den Befragten aktiv von Ihnen selbst, 80% der 18- bis 29-Jährigen und 70% der über 30-Jährigen geben an, ein niedriges bis mittleres Finanzwissen zu haben. Das ist eigentlich traurig. Die Mehrheit der Aussagen war, ich kenne mich viel zu wenig aus bei diesem Thema. Und ich glaube, daran, da sollten wir hier wirklich dringend ansetzen und nicht nur, so wie viele von hier im Raum, über Sparefonds und sie reden und über die Sparbücher reden, sondern wirklich über Vorsorge reden, über andere Finanzprodukte, über andere Vorsorgeprodukte reden. Und ich glaube, das ist schon extrem wichtig, dass wir hier versuchen, Finanzbildung zu schaffen und entsprechendes Finanzwissen zu schaffen. Es kam auch heraus bei dieser Studie, Prävention ist eigentlich wichtig. Viele sagen, ich pass auf, dann wird schon nichts passieren. Das ist also das typisch österreichische Denken. Den anderen soll es treffen, nur mich nicht. Man kommt auf die Themen und beschäftigt sich mit diesen Themen auch Pflege, Berufsunfähigkeit, Probleme nach einem Unfall oder finanzielle Sorgen nach einem Unfall erst dann, wenn man das im unmittelbaren Freundes- oder Familienkreis gehabt hat. Und beschäftigt sich mit diesen Themen einfach nicht aktiv. Und als drittes, auch das glaube ich passt gut zu uns Österreichern, der Ruf nach dem Staat. Wenn es große Schäden gibt, ein Großteil der Befragten hat gesagt, die Schäden sollen vom Staat bezahlt werden, der soll oder die Gesellschaft soll sich um diese Themen kümmern. 90% wünschen sich, dass Kosten aus Gesundheitsrisiken und dem Verlust der Arbeitskraft übernommen werden. Bitte, 9 von 10 Österreichern sollen der Sozialstaat als Richtung, ich glaube, das ist schon ein ziemlicher gefährlicher Druckschluss, den wir hier in dieser Studie festgestellt haben. Und darum ist es wirklich ein großes Anliegen, hier Finanzwissen zu vermitteln, Risikokompetenz zu vermitteln, den Bogen zwischen
Eigenverantwortung und Wohlstand hier entsprechend auch wieder zu spannen. Ich glaube, da sollte man anpacken. Mehr Wohlstand, mehr soziale Sicherheit in unserem Land. Dankeschön. Krankheiten und keine Ärzte und so weiter. Also
damit von, sagen wir mal, 12 Kindern 2 übrig bleiben, brauchte man so viel. Das ist heute weg. Und dann die Religionen der Welt. In der Bibel, zur Zeit, als wir noch in der leeren Welt leben, durften wir ohne weiteres sagen, macht euch die Erde untertan. In der heutigen Welt ist das die reinste Katastrophe. Oder die Raubbauökonomie. Fortschritt war das Auffinden von neuen Kupferminen oder Öl oder irgend so etwas. Das war Raubbau de facto. Vorläufig gab es wenigstens noch kein Klimaproblem. Na gut, inzwischen gibt es all diese Probleme. Und das Anthropozän, das ist jetzt das geologische Zeitalter, das von uns Menschen dominiert wird. Das ist neu. Wenn man ganz gute Augen hat, sieht man einen senkrechten Strich in jeder von diesen Bildern. Das ist das Jahr 1990. Von da ab geht es raketenartig nach oben. Bis dahin war alles noch leere Welt. Und die rechten Bilder ist die Antwort der Natur. Der geht es schlimmer, schlechter, je mehr das Wachstum einfach steigt. Na, zur Beruhigung gibt es dann die Nachhaltigkeitsagenda 2030 der Vereinten Nationen, einstimmig beschlossen von allen Staaten der Welt. Die Frage ist, ob diese Agenda wirklich nachhaltig ist. Antwort: Nein! Sie ist absolut nicht nachhaltig. Die ersten 11 Ziele, Sustainable Development Goals, sind aggressive Wachstumsimperative. Ja? Und dann gibt es noch die drei Umweltziele, Klima, Meere und biologische Vielfalt. Das ist mehr so ein Anhängsel. Und deswegen sage ich, man sollte eigentlich besser eine Pyramide bauen mit der Basis, die drei Umweltziele. Denn wenn die drei Umweltziele so kaputt sind, wie wir sie gegenwärtig kaputt machen, dann ist Schluss mit Wohlstand. Ja? Die Natur ist die Voraussetzung dafür, dass das Ganze nicht alles kaputt geht. Und die Bevölkerung, naja, das Jahr 1950, bis dahin ging es noch einigermaßen. Inzwischen raketenartig nach oben, inzwischen haben wir schon 8 Milliarden, demnächst 9. Und die Klimakrise wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Also Waldbrände, Überschwemmungen, vertrocknete Erden, Hurricanes und so weiter. Letzte Woche gab es eine schlimme Botschaft: 6 von den 9 sogenannten planetaren Grenzen werden überschritten. Johann Rockström, ein Schwede, der inzwischen in Deutschland arbeitet, hat genau das formuliert. All das, was da so dunkelgelb gezeichnet ist, das sind weite Übertreibungen dessen, was eigentlich noch möglich ist. Das Grüne ist noch gerade so. Europa ist leider der einzige Kontinent, der den Klimaschutz wenigstens einigermaßen ernst nimmt. Das ist das Blaue da. Rot sind die Länder, die völlig unzureichende Selbstverpflichtungen gemacht haben bei der Konferenz in Paris seit 2015. Und gar nichts, das sind die Schwarzen, insbesondere Russland, die wollen gar nicht. Die finden es wunderbar, wenn die Tundra auftaucht. Und das Bild, das habe ich ja vorhin schon mal gezeigt, was bedeutet das jetzt? Wir brauchen dringend eine Entkoppelung des Wohlstands von den Klimaschädigungen. Wenn wir das nicht hinkriegen, haben wir verloren, und zwar die ganze Welt. Eine Revolution, etwa so groß wie die französische Revolution von 1789, ist das, was ich hier fordere. Ja? Aber da gibt es auch eine gute Nachricht. In den Jahren der sogenannten Ölkrise kostete das Herstellen von einer Kilowattstunde Sonnenstrom ungefähr 100 D-Mark und entsprechend 700 damalige Schilling. Das heißt also wahnsinnig teuer, unbezahlbar. Und in nur 40 Jahren ist das runtergerutscht auf ungefähr in Mitteleuropa 5 Euro Cent pro Kilowattstunde und in Ländern wie Algerien
wo die Sonne furchtbar scheint, 1 Euro Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, die erneuerbaren Energien haben ökonomisch die klimazerstörenden Energiequalitäten kaputt, also unterbrochen. Ein paar Worte zum Elektroauto und Verbrenner. Soll man das sofort verbieten? Werde ich immer gefragt oder aufgefordert? Sage ich nein. Denn weltweit fahren etwa 1,2 Milliarden Verbrennerautos auf den Straßen. Auf dem Bild sieht man eine Einbahnstraße in einem Entwicklungsland in Bangkok. Und da muss es ja irgendwo anders nochmal 6 Zeilen geben. Ja? Und jetzt fragt sich, wie viele der Eigentümer dieser Verbrennerautos wären bereit, ihr Auto zu verschrotten und dafür ein Elektroauto zu kaufen? Ich bin ein notorischer Optimist und sage, naja, vielleicht 20%. In Wirklichkeit ist es viel weniger. Lösen die das Klimaprozess, die 20% der Klimaprobleme? Nein, natürlich nicht. Also brauchen wir auch für die nächsten 25 Jahre mindestens den klimaneutralen Verbrenner. Wenn wir das nicht machen, wird das Klima geschädigt. Also wir können den klimaneutralen Verbrenner herstellen mit Sonnenlicht und dann mit der Verbindung von Wasserstoff und, man staune, CO2. Die verbindet man chemisch, dann gibt es Methanol. Und Methanol ist ein Klima, dieses Methanol von Sonnenlicht gespeist, ist der klimaneutrale Brennstoff oder Treibstoff. Das heißt, es ist ohne weiteres machbar. Lehrreich für uns im Club of Rome war die Selbstverpflichtung, wir brauchen heute also eine neue Aufklärung. Lohm hat das ja wunderbar schon skizziert, dass es da einiges zu denken gibt. Und etwas, wovon wir am meisten gelernt haben eigentlich, war die päpstliche Enzyklika Laudato Si, die unter anderem sagt, die auf Geiz, Eile und gnadenlosen Wettbewerb fußende Wirtschaft zerstört unseren Planeten, unser gemeinsames Haus. Das wird aber normalerweise von den Ökonomen nie akzeptiert. Das waren jetzt ein paar Bilder. Ich höre es erstmal auf, damit wir miteinander besser diskutieren können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wir haben jetzt also sehr, sehr viele Positionen gehört, nicht konträr, ergänzend, sich substituierend. Jetzt stehen wir vor der Frage. Wollen Sie, meine Damen, Frau Professor, meine Herren, zu den Statements aus Ihrem Kreis ad hoc Stellung nehmen? Weil ansonsten würde ich das Auditorium fragen, gibt es Anmerkungen, Fragen? Also ich will wenigstens eine Sache sagen. Ich fand es großartig, was Frau Stadler gesagt hat für die Notwendigkeit zu verstehen, wie das mit dem Alter und der ökonomischen Abdeckung ist. Das habe ich auch in unserem Land gemerkt, da ist noch viel nachzulernen. Danke. Bitte. Ja, vielen Dank für die Inputs, die sehr diversen Inputs, kann man nicht hören. Darf ich kurz fragen, sind Sie hörbar im Raum? Okay, bitte. Mein Name ist Alina und für mich, und ich glaube, das ist zentral für die weiterführende Diskussion, was verstehen wir überhaupt unter Wohlstand? Ja? Beispielsweise fühle ich mich, durchaus, also erlebe ich einen Wohlstand, ich habe eine Sozialversicherung, ich bin krankenversichert, ich habe natürlich auch eine Altersvorsorge. Und lebe in einer kleinen Wohnung und habe sehr viele Freunde. Ich besitze kein Haus, ich besitze
besitze, kein Pool, ich besitze keine drei Autos. Das ist mal die erste Frage. Was verstehen wir unter Wohlstand? Genau, weil, wie gesagt, mein Empfinden ist folgendes, ich bin jetzt 31 Jahre alt, also in meinem Freundeskreis, der ist wahrscheinlich auch eine Bubble, die sehnen sich überhaupt nicht nach drei Autos und Haus, ja. Warum? Wir können uns ja auch gar nicht mehr leisten. Erstens, Haus kaufen, Wohnung kaufen, teilweise schon unleistbar, ja. Und das zweite ist auch dieser Gedanke der Ich-Autonomie. Ja? Es geht immer nur um uns Menschen, es geht immer nur um mich, ich besitze, ich konsumiere. Das ist vielleicht auch ein Impuls, der auch in meinem Freundeskreis auch durchaus gelebt wird, dass man wieder mehr miteinander macht, dass man Dinge gemeinsam teilt, ja? Dass man sich nicht alles neu kauft. Ja? Vielleicht einfach mal um die Definition als unter Wohlstand verstehen. Ja, danke. Ich habe mir gedacht, wenn jemand drei Wortmeldungen zusammen und dann bitte ich Sie, Herr Bodeon, dazu Stellung zu nehmen. Ich habe, wenn ich es richtig gesehen habe, ganz hinten also die drei zusammengenommenen sind zu einer geschrumpft. Wer sagt, das geht mal auf, hat doch der Brot. Ich glaube, das mit dem Wohlstand ist ein sehr gutes Thema und ich danke Ihnen für die Frage. Das Schöne heute, ich habe mich viel mit der Aufklärung beschäftigt und vor 200-300 Jahren musste man über vieles noch philosophieren. Heute haben wir sehr viele Daten. Und man muss über gewisse Dinge keine Meinungen mehr haben, sondern man kann Daten konsultieren. Eines, was uns diese Daten erzählen, ist, Geld macht glücklich. Das ist tatsächlich ein in der Forschung erwiesenes Faktum, Geld macht glücklich. Allerdings nicht ganz so einfach, wie man sich das denkt. Geld macht Menschen objektiv glücklicher in einer Gesellschaft, wenn sie genug haben, um Zugang zu haben zur Gesundheit, zur Bildung, zur Freizeit, zu angemessenem Wohnraum etc. Das liegt in Österreich, sagen wir mal, bei 25.000, 30.000 Euro pro Jahr. Unter dem hat man wirklich keinen Zugang dazu. Und dann ist man objektiv und messbar unglücklicher, kränker, deprimierter etc. Das Seltsame ist, wenn man 10-mal mehr hat, ist man nicht 10-mal glücklicher. Und auch 100-mal mehr zu sein, macht einen dann nicht mehr wesentlich glücklicher. Also da könnte man schon mal eine Definition von Wohlstand finden. Ich will das nicht auf einer Ziffer festnageln, aber zu sagen, man muss tatsächlich genug zur Teilhabe haben. Das ist etwas, was einen Wohlstand in einer Gesellschaft sinnvoll, glaube ich, definieren kann. Dann könnten wir uns auch fragen, wir leben in reicheren Gesellschaften zweifelsohne, als wir das jemals in der Menschheitsgeschichte getan haben, gerade in unserem kleinen Eck der Welt. Wir konsumieren noch mehr Antidepressiva, wir haben eine Epidemie von Altersarmut, wir haben Jugendliche, die sich ritzen, um mal echte Gefühle zu spüren, die sich isoliert fühlen, die nach Corona gigantische psychologische Probleme sind. Das heißt, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben, das kaufe ich einfach nicht ab. Und da hat uns unser Wohlstand offensichtlich kein maximales Glück gekauft. Es ist auch ein Wohlstand, der oft um einen hohen Preis erkauft ist, nämlich um den Preis der absoluten Flexibilität, der absoluten Marktkonformität etc. Und es ist auch, glaube ich, relativ schwer in diesem System die Eigenverantwortung zu ergreifen, die Sie, Frau Stadler, so in den Vordergrund gestellt haben. Denn dieses System schleift einen ziemlich brutal mit und man kann da eigentlich, man hat wenig Entscheidungsspiel, wenn man nicht über die Ressourcen verfügt, sich das leisten zu können. Also ich glaube, unser Wohlstandsbegriff, das ist eine Plattitüde, aber ich glaube, dass es durchaus richtig ist, falsch gewählt. Es gab auch vor kurzem eine sehr interessante Studie der Stanford Universität, wo man 8000 Menschen über 60 Jahre gefolgt ist. Und einige sind gestorben, einige sind dazugekommen, aber es gab doch eine kohärente Gruppe. Und jedes Jahr bekamen sie ein psychologisches Gespräch und eine medizinische Untersuchung. Und die Frage ist, was macht Menschen glücklich? Das war der Sinn der ganzen Studie. Und es hat gefunden, Geld hilft definitiv. Ist aber nicht entscheidend. Gesundheit hilft auch wahnsinnig, ist aber nicht das, was Menschen glücklich oder unglücklich macht.
machen. Was Sie glücklich zu machen scheinen nach dieser Studie, ist, starke Verbindungen zu bauen mit anderen Menschen. Ein menschliches Netzwerk zu haben, auf das Sie zurückfallen können. Wenn Sie das ohne Geld haben, ist das super. Wenn Sie dabei arm sind, ist das schwieriger. Aber die starken Verbindungen sind offensichtlich ein Schlüssel für menschlichen Wohlstand, den wir vielleicht noch gar nicht so sehr erschließen. Es freut mich, dass es in Österreich zum Beispiel wahnsinnig viele Menschen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren, die in Vereinen und Ähnlichem organisiert sind, das heißt, die genau diese starken Verbindungen versuchen zu schaffen. Schauen Sie sich an, wie wichtig am Land die Freiwilligen Feuerwehren sind und die Blaskapellen und die Chöre. Das sind alles Möglichkeiten, starke Verbindungen zu schaffen. Aber ich glaube, wir könnten tatsächlich da den Wohlstandsbegriff sinnvoll umformulieren zu einer anderen Art von Wohlstand, die nicht mehr so stark an einen Konsum gebunden ist, den wir nicht mehr halten können. Das wären meine unsortierten Gedanken dazu. Ja, vielleicht ein paar Anmerkungen. Also zum einen, dass Glück und Wohlstand nicht synonym zu verwenden sind, ist, glaube ich, allgemein bekannt. Und dass Geld nicht Glück kaufen kann, ist auch allgemein bekannt. Also das würde ich jetzt einmal für das erste neues Recht banal einstufen wollen. Weil, wenn Sie mich fragen, was ist, also Glück, mein größtes Glück ist, dass ich vier gesunde Kinder habe. Ja? So, das ist nicht unbedingt wohlstandshebend. Ja? Insbesondere, wenn man Kinder über Zeit lang mit Geldunterhalt begleitet, ne? Dann ist das dann Glück und Wohlstand plötzlich zwei ganz verschiedene Dinge, ne? Möglicherweise. Aber dass das selbstverständlich ist, ich glaube, das ist klar, dass man auch einen Begriff von Wohlstand natürlich individuell definieren kann, ist auch klar. Was Sie über Beziehungen gesagt haben, oder was Sie jetzt sagen über das Ehrenamt, so gesehen ist das Ehrenamt ein wirklich entscheidender Wohlstandsfaktor. Auch ein messbarer sogar. Ne? Also, die Feuerwehren werden nicht müde, dann wenn sie ihren Landesfeuerwehrverband haben, umzurechnen, was das ganze ehrenamtliche Engagement sozusagen in Geld ausgedrückt wäre, damit man irgendwie einen Begriff davon bekommt. Und das ist natürlich ganz wichtig für gelingendes gesellschaftliches Zusammenleben. Also insofern ist das nicht nur ökonomisch wichtig, sondern insgesamt wichtig. Und das kann man natürlich alles in Wohlstandsdefinitionen einfließen lassen. Also das gilt es jedenfalls zu unterstreichen. Ich möchte aber was anderes aufgreifen, und zwar der Herr Professor von Weizsäcker hat ja einen Begriff gehabt, der mir sehr gut gefallen hat. Das muss ich aber sagen, ich habe ihn auch schon gehört, weil wir ja unlängst einmal diskutiert haben schon. Das war eine sehr schöne Diskussion, ja. War wunderbar. Entkoppelung von Wohlstand und Klimaschädigung. Ja. Und Entkoppelung von Wohlstand und Klimaschädigung ist nichts anderes, als was ich damit meine, wenn ich sage, umgekehrt formuliert, Klimaschutz muss mit Wohlstand vereinbar sein. Das ist letztlich das Gleiche. Und ich glaube eben, dass dieser Gedanke, dass es technologischen Fortschritt braucht, damit Wohlstand nicht klimaschädigend ist, dass das eine zentrale Herausforderung ist. Herr Dr. Blom, Sie haben natürlich mit Ihrem Bild des Supermarkts und die Mauern, die man niederreißen muss, jedenfalls recht. Ja? Aber mein großes Ansinnen ist es, dass wenn man die Mauer niederreißt, dass nicht nur Dystopie und Pessimismus überbleiben, sondern ich glaube, dass einfach ein optimistischer und zuversichtlicher Zugang beim Anpacken der großen Probleme notwendig ist. Über die Probleme, glaube ich, braucht man an dem Tisch nicht diskutieren und die von Ihnen genannten Fakten bezweifelt, nehme ich an, in diesem Raum niemand. Aber wichtig ist es, wie sozusagen nehmen wir einen Weg in Angriff, um diesen Fakten zu begegnen, um Klimaschutz zu betreiben. Und ich bin heute der Meinung, dass es dazu auch Zuversicht und Optimismus braucht. Ich glaube im Übrigen, dass unsere Gesellschaft und der Mensch insgesamt natürlich außerordentlich talentiert ist, auch große Herausforderungen nicht nur anzunehmen, sondern auch entsprechend zu lösen. Das ist das Einzige, wo ich vielleicht doch einen Widerspruch sehen würde im Zugang, ja, aber vielleicht auch nur einen vermeintlichen, das würde mich dann einfach nur ein bisschen interessieren, weil ich eben glaube, dass das, was Weizsäcker Entkoppelung von Wohlstand und Klimaschädigung nennt, was ich versuche zum Ausdruck zu bringen, mit der Vereinbarkeit von Klimaschädigung.
oder vielleicht eben eher nur ein vermeintliches. Ich glaube, wir lassen jetzt mal die Rote noch. Danke, da schließe ich mich teilweise auch den Vorrednern an. Auch für mich ist Wohlstand relativ. Ja, ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, was ist Wohlstand. Ich sehe es aber auch so. Wenn es mir gesundheitlich gut geht, wenn ich gesundheitlich eine gute Vorsorge habe, wenn ich meinen Lebensstil, so wie ich ihn mir vorstelle, herkömmlich ausleben kann, und wenn ich rundherum glücklich bin, dann ist das für mich schon sehr, sehr viel Wohlstand. Ja. Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Wirtschaftsentwicklung gesehen, und das haben wir kurz angesprochen, die war eine ständig und stetig steigende. Und wir reden eigentlich seit einigen Jahren darüber, wie wird die Entwicklung aussehen, oder wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, was ist, wenn die Entwicklung nicht jedes Jahr nach oben geht, sondern wenn wir einmal flach gehen oder vielleicht einmal nach unten gehen. Jetzt sind wir offensichtlich in so einer Situation, wo wir uns offensichtlich bis dato doch noch zu wenig auseinandergesetzt. Wie reagieren wir auf das? Herr von Weizsäcker, Sie haben über erneuerbare Energien gesprochen, dass die super sind, dass die herkömmlich und deutlich unterboten haben, und unterstreiche ich alles. Methanol ist klimaneutraler Brennstoff. Ich bin in zwei Aufsichtsräten, in der OMV und in der FÖS. Beide Unternehmen sind die größten Produzenten von CO2 hier in Österreich, und beide beschäftigen sich wirklich sehr intensiv mit diesen Themen. Es gibt ja mittlerweile Sustainable Aviation Fuels, diese SAF, also grünen Brennstoff für die Flugzeuge. Wir könnten ihn verkaufen ohne Ende, nur wir können ihn nicht in dem Ausmaß herstellen. Ja? Und auf der anderen Seite bei der FÖST gibt es jetzt die Entscheidung, zwei Elektrolichtbodenöfen zu installieren. Einer kommt ja hier in der Steiermark, ist natürlich sehr kostenintensiv und ist auch sehr intensiv, energieintensiv in der Betreibung. Also es sind noch viele Themen, die hier offen sind, wenngleich man Lösungsansätze hat. Ich glaube, wir müssen hier wirklich, und auch das ist ein Thema, das in Österreich sicher durchaus ein wenig manchmal nicht optimal betrachtet wird oder nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit und mit dem nötigen Enthusiasmus betrachtet wird. Wir müssen viel mehr in Forschung investieren, und wir müssen hier viel mehr unterstützen, dass geforscht wird und dass Forschung auch etwas kostet, weil wir einfach dringend Ergebnisse brauchen, die uns dann entsprechend gerade in der Klimakrise, in der Bewältigung der Klimakrise hier entsprechend unterstützen. Und das haben wir in Österreich, glaube ich, im Vergleich mit unseren europäischen Nachbarländern und auch an vielen anderen europäischen Ländern durchaus noch, auch hier eigentlich in einem Erklärungsprozess, wie wichtig denn Forschung ist und wie wichtig auch Investitionen in Forschung sind. Wir haben ja jetzt mittlerweile in den letzten zwei Jahren zwei Nobelpreisträger hier auch bei diesen Themen in Österreich gehabt. Also ich glaube, wir können auch als kleines Land hier entsprechende Unterstützung leisten und hier entsprechende positive Ereignisse zeigen. Wir müssen nur uns klar sein, dass wir hier auch entsprechend investieren müssen und dass wir dieses Thema auch entsprechend fördern müssen. Ja, von meiner Seite, da wollen Sie gleich Stellung nehmen. Ich habe im Publikum auch noch Meldungen. Ich wollte ein bisschen was anderes ansprechen. Ich fand es großartig, dass der Landeshauptmann das Ehrenamt erwähnt hat, das ungeheuer berühmt. Das ist aber sozusagen ein Teil einer größeren Sache, nämlich das Elternwerden der Menschen. Und bisher gibt es die Meinung mit, sagen wir mal, 65 oder vielleicht auch noch etwas früher, ist Schluss. Das hatte ich für einen Denkfehler. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren mal ein Papier geschrieben, das ist dann auch irgendwo abgedruckt worden. Erwerbsarbeit für die dritte Lebensphase. Das ist nicht einfach die Verlängerung des Alten, denn das kann furchtbar langweilig und auch kompetenzmäßig schlecht sein. Aber etwas zu machen, wo zum Teil mit einem Aspekt Ehrenamt ist und ein anderer Aspekt ist etwas, die junge Generation ermuntern und erfreuen. Ein drittes ist,
Pflege der Natur und so weiter. Das sind Dinge, die dann auch bezahlt werden können. Das heißt also, man entlastet die finanzielle Förderung des Alters und macht gleichzeitig mehr Wohlstand. So, ich habe jetzt im Publikum, Dankeschön, im Auditorium, Diplom-Ingenieur Miedl, gibt es dann noch eine Meldung? Danke, Herr Wortmeldung, Frau Schaber. Anpacken ist Eigenverantwortung. Völlig richtig. Eines der wesentlichen Worte hier, was bis jetzt gesagt wurde. Woran scheitert es? Na, wir haben ein gesellschaftliches Problem und das haben wir. Die Mittelschicht, dazu zähle ich mich noch, im Prinzip nicht unschuldig. Die Generationen vor uns waren arm, die kannten keinen Wohlstand, sie waren zufrieden. Wohlstand hatten sie nicht. Unsere Kinder, Enkelkinder, werden großteils auch keinen Wohlstand haben, weil wir ihnen nicht einiges hinterlassen, womit sie durchstarten können, aber die nächste und übernächste Generation wird das auch nicht mehr schaffen. Also, wir haben hier wirklich dringendsten Bedarf von der Gesellschaft oder von der Politik erwarte ich mir nichts in der Richtung. Da komme ich noch an unseren Sinn. Warum haben wir ein Problem in der Gesellschaft? Die Kinder wurden von uns nicht mehr angeleitet zum Anpacken. Meinem Kind soll es besser gehen und wir haben alle auf die geschickt, jetzt haben wir überakademisiert mit lauter Leute, die nicht wissen, was Arbeit ist, die nicht mit zwei Wissen leben stehen, die von einer visionären Welt leben. Bitte, Herr Blom, Sie sind der Philosoph am Tisch. Also, ich glaube, da ist noch einiges zu sagen dazu. Aber ich komme dann noch zu einem anderen Thema. Wenn wir dann bodenständige Leute brauchen, die anpacken können, bitte zurück zur Lehre, bitte zurück zum Beruf, zurück zum Handwerk. Hier im Wort mit dem Ethiklon in der Erdensoffensive, in der Diskussion. Wir haben damals einen kurzen Anschluss gegeben, es hat etwas genützt. Jetzt haben wir, wie schön sagen, einige hunderttausend Arbeitslose, die könnte man auch zu einem Beruf bringen. Aber nur, es ist in der Beruf schlecht geredet. Das machen die Medien bei einem Freitag, sagen wir, Gott sei Dank für ein Wochenende. Ich meine, solche Sachen wären ja verboten, wenn man die gerne in die Medien. Unsere Kinder bereinigen, dass man in Florenz sein muss. Mein Enkel mit 10 Jahren, da zählt man schon, er wird in Florenz sein. Ja, da ist ja irgendwas krank im Wesen. Also, ich habe da wirklich einiges erwartet. Und auch das Hauptmann hat gesagt, das Ehrenamt ist so wirklich doch, bin ich voll bei Ihnen. Nur warum seid ihr Politiker nicht ehrenamtlich an der Welt? Ich betrachte die Politik heute als Prostitution. Nein, ich betrachte die Politik als Prostitution. Sie lässt sich bezahlen. Was bringst du dir? So, jetzt sind wir natürlich in die Situation gekommen, sehr emotional zu diskutieren und das ist gut. Ich glaube, in der Zwischenzeit liegt mir daran zu sagen, was wir brauchen, ist eine Wiederherstellung von Vertrauen. Wir befassen uns am Freitag auch mit der Frage Vertrauen in Institutionen. Dieses Vertrauen ist zum Teil verloren gegangen. Und was wir sicherlich auch brauchen, ist eine gemeinsame Zielvorstellung. Wohin soll es gehen? Wissenschaft, Forschung, ja. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Wissenschaft und Forschung gefordert wird mit einem gewissen Augenzwinkern. Und das führt wieder dazu, dass der normale, ja, das darf man nicht sagen, der Staatsbürger im Allgemeinen, ein gewisses Misstrauen in Forschung, in Erneuerung, in neuen Konzepten hat. Vertrauen, Wiederherstellung der Vertrauensbasis.
jetzt eine Zwischenbemerkung von mir. Und ja, das gebe ich das Mikrofon weiter. Okay, ja, Sandra Graubaschel, ich oute mich jetzt trotzdem als Politikerin. Ich habe aber auch als Kreislehrerin eine Physiotherapeutin vom Beruf. Ja, also, es ist ein bisschen schwierig, tatsächlich dorthin zu kommen, wo ich eigentlich hin wollte, nach dem, was Sie gesagt haben. Aber ich probiere es trotzdem, weil ich glaube schon sehr wohl, dass Politik auch und besonders in Österreich, wo wir das Glück haben, in der Demokratie zu leben, ganz entscheidend zu lösen und beitragen kann und soll, so schwierig wie es ist in Zeiten wie diesen und genau auch für Dinge, die Sie angesprochen haben. Und ich möchte an dieser Stelle vor allem einen Aspekt aus dem bisher am Podium diskutierten herausgreifen, den der Herr Weizsäcker in die Diskussion gebracht hat, weil ich ihn für relativ entscheidend halte dafür, ob wir Resilienz schaffen können, weil die Krise ist da, sie kommt so oder so, sie wird auch nicht von Österreich allein bewältigbar sein, also wir müssen uns jedenfalls noch anpassen. Und Sie haben Umverteilung ganz deutlich als Voraussetzung, um Klimakrise zu bewältigen, ins Spiel gebracht. Und ich glaube, das sollte ein bisschen Dinge ein, die wir schon gehört haben, von wegen Eigenverantwortung anpacken, wirklich was in die Hand nehmen und verändern. Und ich glaube, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Also die, die im Wohlstand, aus jetziger Sicht im Wohlstand leben, in der bisherigen Definition von Wohlstand, haben definitiv mehr Möglichkeiten anzupacken, was zu verändern. Die haben das Geld, die haben die Macht, die haben oft die Bildung, meistens die bessere Bildung. Ja. Und ich glaube, da ist es eine Aufgabe der Politik, wenn wir den sozialen Umfrieden bis hin zu schlimmen Zuständen produzieren wollen, einen Ausgleich herzustellen. Jetzt sage ich auch, in Österreich ist ein gewisser Ausgleich vorhanden, also ein guter Ausgleich im Vergleich zu anderen Ländern, ist ganz klar. Dennoch glaube ich, dass es auch in einem Land wie Österreich hier noch mehr Erkennen der Lebenswelt, der Unterschiedlichkeit von Lebensrealitäten braucht, wenn wir ein breites Verständnis für dieses notwendige Verändern erzeugen wollen. Und da würde mich interessieren von den Diskutanten am Podium, wie sie zu dieser Umverteilung nicht nur stehen, sondern was Mittel sein könnten über das, was wir bis jetzt schon haben, hinaus, um mit dieser Umverteilung auch mehr Verständnis, mehr Akzeptanz, mehr Gerechtigkeit für die notwendigen Maßnahmen und die Veränderungen zu erzeugen. Dass dann vielleicht eine neue Definition von Wohlstand, wie es ja schon angesprochen wurde, wirklich für viele Menschen vorstellbar wird. Weil das ist sehr abstrakt und die, die es jetzt sich leisten können, können vielleicht sagen, wir gehen nochmal von ein bisschen weniger, aber auch mit denen, die jetzt dann am Markt stehen. Da würde mich interessieren, wie die Einzelnen das sehen. Danke für Ihre Stellungnahme. Es ist heute hier in dieser Diskussionsrunde mächtig viel angeklungen, dass wir, Achtung Produktplatzierung, in den nächsten 2 Tagen auch ein Programm haben. Sie finden neue Lösungen mit Ecken und Kanten. Fast genau in unsere Runde hinein, Ende des Wohlstands, die Frage morgen am Abend, ja, und das Vertrauen in Institutionen wird uns auch beschäftigen. Ich glaube, wir beenden die Diskussion im Publikum im jetzigen Moment und kommen zu der Schlussrunde. Ich lade Sie ein, mit kurzen Statements die Diskussionsrunde zu beenden. Ich fange nach schöner Tradition umgekehrt an und bitte Sie, Professor von Weizsäcker, um ein paar Worte. Erstens, Klima ist wichtig, aber genauso wichtig ist der Schutz der biologischen Vielfalt. Wenn das kaputt geht, braucht man Millionen Jahre, um es wieder zu verbessern. Beim Klima ein paar tausend Jahre. Schlimm genug. Und Biodiversität ist heute noch gar nicht angekommen. Ja, Entschuldigung. Gut. Zweitens, was völlig anderes. Ich bin mit dem Herrn Landeshauptmann und anderen völlig einig, dass gegenwärtig das Vertrauen ein Stück weit kaputt gegangen ist. Und zwar keineswegs nur in Österreich oder Deutschland, sondern weltweit. Das ist eine schlimme
zivilisatorische Sache. Und einer der Gründe, warum das so gekommen ist, ist das sogenannte soziale Medium. Das sind diese Twitters und so etwas, wo man sich gegenseitig irgendwelche Sachen zuschiebt, die im Wesentlichen aus Wut bestehen. Wenn man das in der Zeitung hätte, würde das sofort die Zeitung abbestellen. Aber diese Social Media, die fordern ja geradezu heraus, dass man immerfort schimpft, schimpft, schimpft. Und das überträgt sich dann in die Wähler, die Wählerschaft. Und das ist etwas vom sehr Gefährlichen für die Demokratie, für die Freiheit, für den Wohlstand und so weiter. Ich habe das Gefühl, eine neue Welle von Zivilisation sollte sich des Themas Social Media korrigieren mit bestimmten Verboten oder so etwas. Das ist aber noch eine Anfangsgeschichte. Ich habe da noch keinen direkten Lösungsvorschlag. Frau Schaper, bitte. Dankeschön. Ja, wir haben vieles diskutiert und auch vieles angesprochen. Ich sehe auch mehr persönliche Kommunikation, mehr Miteinander eigentlich als gute Basis für die Zukunft, ja, und vielleicht mehr Aktivität statt Passivität. Und ich bin schon der Meinung, wir sollten versuchen, die heutige Jugend leistungsorientierter zu erziehen, ihnen Anreize vielleicht für Leistungsorientierung zu geben. Und ich bin auch der Meinung, dass Leistung dann auch entsprechend bezahlt werden sollte und dass man sich dafür nicht schämen muss. Vielleicht noch einmal abschließend ein Plädoyer für Zuversicht und Optimismus. Ich glaube nämlich, dass wirklich schon einiges geschieht, auch auf regionaler Ebene. Weil ein Argument, das irgendwo durchgekommen ist, das natürlich manchmal kommt, ja, Gottes Willen, Dr. Sandra hat sich selber gesagt, ja, wir in Österreich, wir wissen, wir können uns nicht dann anschaffen. Natürlich machen sie in Österreich mit Job und Steiermark noch weniger. Das Weizsäckersche Foto von der Straße in Bangkok ist ein Beweis dafür. Ja. Aber es braucht auch die regionalen Beiträge. Und da macht es mich stolz, wenn Steiermark jenes Bundesland ist, jenes alpine Bundesland ist, das am meisten Windkraftanlagen hat. Weil jenes Bundesland ist, das eine Sonnenverordnung, Vorrangssonnenverordnung für Photovoltaik hat. Jenes Bundesland ist, das sich klar zum Ausbau von Wasserkraft und Biomasse weiterhin bekennt und auch alle anderen Technologien gerne von Geothermie bis sozusagen probieren will. Im Wissen, dass das alles jetzt allein nicht der Beitrag sein wird, im Wissen darum, dass es immer auch Kompromisse braucht, denn so einfach ist es ja nicht, dass man halt hergehen kann und sagt, mein Gott, machen wir ein bisschen mehr Windenergie und die gesamte Bevölkerung applaudiert. Ja. Es ist ja eher so, dass jede einzelne Windkraftanlage mühsam erstritten werden muss oder erdiskutiert werden muss oder rechtlich durchgestritten werden muss. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich optimistisch, dass wir mit Wissenschaft, Forschung, Innovation es schaffen können. Und wegschauen geht nicht. Also niederreißen die Menge, die uns den Blick mit Projektionen aus der Werbewirtschaft verstellen, aber dennoch dran gehen, tatsächlich auch in die Umsetzung zu gehen. Und wissen Sie was? Wenn Sie sagen, Ehrenamt, auch die Politik ist zu 90% oder 95% ehrenamtlich. Aber ich sage Ihnen schon an. Aber ich sage Ihnen. Ja, sorry. Wie Sie wissen nicht, wovon Sie reden, wenn ich das sage. 95% jener, die sich politisch engagieren, sind ehrenamtlich unterwegs. Und das meine ich, wenn ich sage, 95% der Politiker. Und ich sage Ihnen, ich kenne das dazu, weil ich ehrlich aus meinem Herzen keine Wörterprobe mache. Und jene, die hauptamtlich in der Politik sind, sollen ruhig ordentlich bezahlt bekommen, weil ich will gescheite, vernünftige, ordentlich ausgebildete Menschen in der Politik haben, die auch nicht anfällig sind für jedes unmoralische Angebot. Und dazu bekenne ich mich und deswegen halte ich multiple Null und
Ich möchte ganz kurz noch was zu dem Vertrauen sagen, denn das ist, glaube ich, wichtig. Das ist sehr wichtig in unseren Gesellschaften, weil das unsere Demokratie zerbröselt. Wir haben es geschafft, in den letzten 30 Jahren in unserer demokratischen Gesellschaft neue Aristokratien zu konstruieren. Von sehr reichen Menschen, die nicht dieselben Steuern zahlen wie Sie und ich, die nicht dieselben Gesetzen unterliegen wie Sie und ich und die viel mehr Einfluss haben auf politische Entscheidungen, als Sie und ich das haben. Das ist, glaube ich, sehr gefährlich. Und das ist ein Teil eines Prozesses, der heißt, dass die schönen Versprechen der Nachkriegszeit, wenn du dich anstrengst und anständig arbeitest, Leistung erbringst, dann kannst du auch weiterkommen. Das ist heute nicht mehr so wahr für viele Menschen. Deine Kinder sollen es mal besser haben, daran glaubt eigentlich niemand mehr. Das heißt, ich glaube, hier haben wir Vertrauen verspielt und das sind strukturelle Dinge, die sind nicht passiert, weil die Donau so geflossen ist, sondern die sind Resultate bewusster Entscheidungen und Gesetzesänderungen. Die kann man auch wieder verändern. Aber Herr Drexler, Sie haben mich gefragt und über diese Frage habe ich nachdenken müssen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen uns? Ich glaube, es ist kein wesentlicher Unterschied in dem, was wir erreichen wollen. Und natürlich brauchen wir Zuversicht. Ich habe mich mal mit einem Umweltaktivisten unterhalten, meinem älteren Tschechen, und der sagte, wissen Sie, im Leben jedes Aktivisten gibt es drei Phasen, die des Optimismus, die des Pessimismus und die des Alkoholismus. Für die dritte fühle ich mich noch zu jung. Und deswegen möchte ich eigentlich immer nur tun, was ich kann, auch wenn ich vielleicht nicht glaube, dass es besonders weit geht. Aber was, glaube ich, der grundlegende Unterschied zwischen uns ist einer der Perspektive. Ich bin Historiker. Ich sehe Systeme kommen und gehen. Und wenn man von innerhalb des Systems engagiert ist und von innerhalb des Systems Dinge versucht zu verändern, dann dann hat man die Tendenz zu unterschätzen, wie fragil dieses System sein kann, wie schnell Dinge wie Wohlstand und Demokratie wieder aus unserem Leben verschwinden können. Und das zu verhindern ist unser aller Anliegen. Meiner Ansicht nach, und das wäre der Beginn einer ganz neuen Diskussion, geht das nur, wenn wir außerhalb dieses Systems denken. Wenn wir nicht versuchen, das neue Problem, das Wachstum uns geschaffen hat, durch Wachstum zu lösen, sondern wenn wir uns nach anderen Ideen umsehen. Das ist nicht einfach, denn konfrontiert mit Wladimir Putin brauchen unsere Länder Geld, um sich zum Beispiel verteidigen zu können. Also da geht eine idyllische No-Growth-Economy, wird das nicht leisten. Das heißt, es gibt viele Probleme auf dem Weg, aber sie sind alle professionelle, intelligente, engagierte Menschen und ich glaube, es hängt von solchen Momenten wie diesem ab, unter diesen problematischen und in der Tat katastrophalen Umständen zu versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden. Und insofern wünsche ich Ihnen noch eine fruchtbare Tagung. Sehr verehrte Damen und Herren, hochgeschätzte Teilnehmer an der Denkwerkstatt St. Lambrecht, wir haben heute unsere Tagung bereits begonnen mit dem Kunstgenuss. Eine Vernissage, Fotograf aus der Steiermark natürlich, hat hier in unsere Tagung hineingeführt. Und nach dem Empfangsdurch Generaldirektor Zakoslensky kommen wir jetzt zum sachlich-inhaltlichen Teil. Ich freue mich wirklich sehr, und darf die Herrschaften da bitten, hier vorne Platz zu nehmen, dass der Herr Landeshauptmann von Steiermark, Christopher Drexler, hier bei uns in der Denkwerkstatt St. Lambrecht einen Grundsatzvortrag halten wird. Präzise, so wie wir es gewohnt sind, einen Grundsatzvortrag zum Thema, ja, die Tagung steht unter dem Thema Anpacken. Anpacken ist etwas, was herausfordernd ist. Anpacken, Voraussetzung für Wohlstand und soziale Sicherheit. Meint mit anderen Worten, von nichts ist nichts, man muss Leistung erbringen, man muss sich einsetzen. Und der heutige Abend, Lambrechter Diskurse, nennen wir traditionsgemäß diesen Abend, steht unter der Überschrift Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, eine neue Interpretation
Und ich weiß nicht, ob ich es so formuliert habe, dass Sie hinter dem Begriff Neuinterpretation das Fragezeichen mitgehört haben. Herr Landeshauptmann wird einen Grundsatzvortrag halten und wir haben dann die große Freude, als Diskussionsteilnehmer begrüßen zu dürfen. Ich bin alphabetisch unterwegs. Herr Dr. Philipp Blom, Historiker, Journalist. Sie kennen ihn von seinen Büchern Punkt 1, in Österreich 1, auch eine Stelle, wo man sehr gut